3 Minuten Nachspielzeit gibt es. Wird jetzt schon angezeigt, obwohl noch nicht mal die reguläre Spielzeit abgelaufen ist. Noch 30 Sekunden reguläre Spielzeit. Alter, ist das bitter für Darmstadt. Ist das bitter für Darmstadt, Alter. Da machst du da so eine Partie. Und dann sowas, Alter. Das ist schon bitter, ey. Das tut mir wirklich, wirklich leid für die Darmstädter. Aber lieber der HSV als Darmstadt in der Relegation. Also so viel Zeit muss sein. Aber trotzdem, Chapeau Darmstadt, dass ihr es versucht habt. Ne? Herzlichen Dank an über 2000 Zuschauer. So, Eckball von der linken Seite, von Rostock. Nein, das kann nicht wahr sein! Gegentreffer, noch 2,5 Minuten. Durch einen Standard. Gut rausgespielt. Rostock verkürzt. Rostock verkürzt. Auf 2:3. Alter. Jetzt ist schon wieder dieser Moment, weißt du, wo du... Das kann nicht wahr sein. Noch 2 Minuten jetzt. Das kann nicht wahr sein. So. Tor für Rostock. Knapp 2 Minuten noch. Rostock in der Vorwärtsbewegung. Und bleibt im Ballbesitz. Alter, das ist nicht normal. Heuer Fernandes kommt raus und muss nach einer hohen Hereingabe den Ball rausfausten. 1,5 Minuten noch. Das darf jetzt nicht sein. Leute, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Der HSV für 3:2 in Rostock. So, der Ball wird hoch in den Strafraum reinge. Der Keeper der Rostocker mit im Strafraum von Daniel Heuer Fernandes. So, Heuer Fernandes begräbt den Ball unter sich und nimmt Zeit von der Uhr. Noch 1 Minute. Alter, das ist doch unglaublich. 1 Minute noch. Langer Abschlag von Heuer Fernandes. Nach links auf Alidou. Rostock sofort wieder im Ballbesitz. So, jetzt Winzheimer. Winzi holt sich den Ball, gibt auf die linke Seite rüber zu Mikkel Kaufmann. Mikkel Kaufmann versucht den Ball an der Eckfahne zu halten, aber wird gestellt. So, hier hoher Ball nach vorne, langer Ball nach vorne von den Rostockern, aber im Strafraum, Kopfballduelle. 30 Sekunden haben wir noch. Der HSV wieder im Ballbesitz. Jonas David. So, der HSV versucht jetzt im Ballbesitz zu bleiben. Es ist nicht mehr lange Zeit. So, Abpfiff. Was wird da jetzt schon wieder gepfiffen? Freistoß oder was? Regulär noch 10 Sekunden. Muheim. So, wir haben jetzt noch... So, die Nachspielzeit ist abgelaufen. Freistoß für den HSV aus dem Halbfeld. Miro Muheim. Bringt den Ball auf die linke Seite. Zu Mikkel Kaufmann. So, Abstoß. Abstoß, Rostock. Zeit ist um. Ja, Mann! Ja, abgepfiffen! Ja, abgepfiffen! Abgepfiffen! Relegation der HSV schlägt Hansa Rostock im Ostseestadion mit 3:2, Mann! In einem absoluten Krimi. Die ganze Zeit lang wir mit 1-0 hinten gegen Rostock. Bremen früh in Führung gegangen. Darmstadt hat ein Feuerwerk abgeliefert. Der HSV lange Zeit auf vierten Platz. Ich gehe hoch und Kopf hier. Fang mal die Schweißperlen an zu schwitzen hier. Der HSV, ich kann es gar nicht glauben. Der HSV mal am letzter Spieltag ist vorbei. Relegation gegen Hertha BSC Berlin. Ich kann es nicht fassen. Punktgleich mit Darmstadt. Glückwunsch an Darmstadt. Die haben wirklich nicht aufgegeben. Die tun mir auch wirklich leid. Aber lieber die Darmstädter auf 4 als der HSV wieder. Leute, der HSV. Auf mein kleiner Zusen hier. Der HSV hat es geschafft. Schlägt die alte Kogedor in Rostock. Hochverdient mit 3:2. Versenkt das olle Plastikschiff da. Und zieht in die Relegation
um den Einzug in die erste Fußball-Bundesliga. Ich kann es nicht glauben, Leute. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Rostock, richtig gut gespielt. Der HSV, viel zu viele individuelle Fehler. Die Pässe, eine Katastrophe beim HSV. Rostock immer gefährlich vorm Tor gewesen. Richtig souverän mit 1-0 in Führung gegangen. Rostock hatte mehrfach das 2-0 auf dem Schlappen. Alles sah danach aus, dass Rostock den HSV knackt. Und dann war es Glatzel, der den Ausgleich erzielte. Und mit einmal war der HSV wieder da. Und dann dreht man die Partie noch. Man dreht die Partie noch und setzt noch das 3-1 obendrauf. Und was machen Rostock? Rostock macht einfach das, was Rostock konnte. Nämlich kontern, hoch anlaufen, den HSV richtig stören. Richtig stören im Aufbauspiel. Und macht noch den Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. Und man musste wieder zittern. Mann, Jungs, hier. Also noch nicht Sommerurlaub. Jetzt alles geben, Mann. Jetzt die Härte aus Berlin knacken. Am Donnerstag im Hinspiel. Und am Montag, am kommenden Montag. Übernächste Woche. Oh, Leute, heute ist ja Sonntag. Ich komme schon erst durcheinander. Am 19.05., am 23.05. Relegation HSV gegen Hertha BSC Berlin. Und es geht um nichts anderes, Leute, als um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga, Mann. Ich fasse es nicht. Glückwunsch nach Bremen, dass ihr auf jeden Fall in der kommenden Saison die Nordfahne oben im Oberhaus wieder hochhalten werdet. Ganz ehrlich, Bremen aufgestiegen, souverän, als Tabellenzweiter hinter Schalke. Schalke als Meister der zweiten Liga aufgestiegen. Glückwunsch nach Schalke. Glückwunsch nach Bremen, muss man einfach sagen. Und der HSV hat es noch auf dem Fuß. Der HSV hat es auf dem Fuß. Aber man darf nicht so auftreten gegen die Hertha wie jetzt gegen Rostock. Alter, da kriege ich auch so einen Blutdruck. Ich fasse es nicht. Ich kann es nicht. Ich bin noch nicht drin, Leute. Ich hab's noch nicht drin. Für mich ist die Saison vorbei. Aber sie ist für den HSV noch nicht vorbei. Wir haben die Chance aufzusteigen. Wir haben die Chance aufzusteigen. Relegation kann der HSV, habe ich ganz oft in meinem Stream hier zur Live-Match-Reaction ja auch gelesen. Also da nehme ich Abstand von, weil der HSV konnte bisher Relegation ganz gut, Tatsache, aber immer als Bundesligist. Und der Bundesligist ist der klare Favorit. Und der Zweitligist ist der Herausforderer. Aber was hat der HSV gezeigt in den letzten Wochen? Man kann von hinten nach vorne das Feld aufräumen. Vor einigen Wochen war der HSV schon abgeschrieben. Alle, 0% Aufstiegschance hieß das, sogar in den Medien. Und jetzt steht man in der Relegation, Mann. Ja, nur der HSV, Mann. Alter, ich fass es nicht, Leute. Ich fass es nicht. Dieser Verein will das schaffen, dass ich irgendwann an einem Schlaganfall oder sowas kaputt gehe. Ganz ehrlich, es ist unfassbar, Leute. Oh nein! Der HSV steht in der Relegation, Mann! Eure Tipps zur Relegation in die Kommentare. Glückwunsch an Rostock. Ihr habt wirklich, wirklich, wirklich souverän gespielt. Lange Zeit sah es so aus, als knackt ihr den HSV. Aber ich glaube, da war auch ein bisschen Karma dabei. Irgendwelche Vollidioten haben da das Stadion angezündet, Alter. Da musste das Spiel noch unterbrochen werden. Irgendwas um die 85. Minute rum, weil man da Banner angezündet hat. Ihr merkt auch nichts, Alter. Ihr merkt auch nichts mehr. Das ist unfassbar. Vielleicht war das so ein bisschen Karma. Keine Ahnung. Rostock hat sich aber nicht aufgegeben. Man muss sagen, sportlich gesehen, Rostock ganz klar in der ersten Hälfte absolut Matchwinner gewesen. Ganz klar. Man hat gut nach vorne gespielt, man hat gut ausgespielt, man hat den HSV an die Wand gespielt in der ersten Hälfte. Und dann kam die zweite Halbzeit und dann kam der HSV, Mann. Ich liebe diesen Verein. Aber das, was der mit uns Fans macht, Alter. Relegation. Relegation. Gegen Hertha. Da feiern sie, die HSV-Fans. Können heulen, Alter. Gut.
Cool down. Jungs, jetzt Vollgas. Vollgas gegen die Hertha aus Berlin. Sie ist gebeutelt. Ihr packt das, Jungs. Ihr habt es in eigenen Händen. Ob ihr ab der nächsten Saison in der Bundesliga spielt, in der ersten Bundesliga oder nicht, noch zweimal antreten. Nur noch zweimal. Ihr habt so einen Fight geliefert. In der Aufholjagd, die ihr da an den Tag gelegt habt, obwohl jeder hat den HSV abgeschrieben. Jeder hat den HSV abgeschrieben. Und jetzt steht er in der Relegation. Jungs, ihr packt das. Ihr packt das. Felix Magath, liebe Grüße, freu dich schon mal auf uns. Denn die Hamburger erobern Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, Mann, ja, Mann. Nur der HSV, ein Leben lang.